hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Jetzt werde ich die Truhe hier natürlich noch öffnen. Oh, eine Goldkrabbe, das ist auch cool. Na komm hoch. Nein, ich habe sie nicht getötet, oder? Was war das denn? Ich konnte das nicht mehr richtig erkennen. Ihr seid fachkundiger geworden. Ja, Mann, die Fachkundigkeit höchstpersönlich. So, so langsam wird das Gebiet auch kleiner, was wir noch erkunden können. Auch nichts mehr, da ist nichts mehr. Schädelsenke betreten. Gut, wir sind halt noch ein paar Felsen, ne? Ich habe ein Geschäft für dich. Ich habe einen Vorschlag für euch. Nach Art von einer Hand wäscht die andere. Seht ihr diese Krypta? Sie wird die Knochengalerie genannt. Darin befindet sich ein kleiner Not, die Russ. Rosa Mortis, die ist ziemlich wertvoll, wird aber von größten untoten Monstern bewacht, die ich je gesehen habe. Ihr werdet die esterianischen Geister überzeugen müssen, die Geisterketten zu lösen und euch zu wehren. Dann schnappt ihr diesen Monster, die aus Mortis weg, aber ich verspreche, dass es sich für euch lohnen wird. So, muss ich mir kurz ein bisschen beeilen. Einfach nicht sterben, oder? Jetzt. So, jetzt haben wir noch ein neues Gebiet mit einem neuen Quest. Das hier muss ich alle befreien, ne? Ich liebe dieses Lama. Ich liebe es. Der ist auch befreit. Den kriege ich von hier oben nicht. Muss ich wieder runter.
Treffer, weil ich glaube, das sind noch mehr. So, die Gäste der Plünderbucht, weg die Geister. Acht bis zehn brauche ich dafür. Gut. Gehe ich erstmal da runter, weil ich bin jetzt gerade Stufe 9. Trotzdem wird das als zu schwer angezeigt. 8 bis 10 brauche ich und es wird als zu schwer angezeigt, obwohl ich Stufe 9 bin. Spanisch vor, ne? So. Abgesehen von dem paar Gegnern. Haben wir dann hier auch nichts mehr? Oh, dann fehlt uns ja nur noch Zugang zu Urquelltempel. Rein theoretisch noch der kleine Weg hier oben wahrscheinlich. Das ist die Phasenbestie. Ein Phasenpotter. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Haha, erstmal ein bisschen wieder Raum gewinnen und wieder ran. Erstmal wieder ein bisschen Raum gewinnen. Hallo, bin ich. Ich bin verwundet. Ja, ich merk schon. Ich komme da nicht durch, das ist schlecht. Oh mein Gott. Ich bin dafür noch nicht stark genug.
ganz miese Aufgabe. Das ist... Puh. Ich konzentriere, damit ich hier alle Gegner berücksichtige und zum Beispiel auch hier gleich mitbekomme. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, das ist das Problem, weil wenn man... Ich muss da wieder hin. So, jetzt zieht er hier vorne hinstellen. Eigentlich ist fast immer nur ähnliches Gespämme vom Heiltränken. Euer Begleiter ist geflohen. Ganz miese Aufgabe. Ja, das war's jetzt hier, ne? Also Phasenwesen sind nur dafür da, um Loot zu bekriegen und die Nerven zu strapazieren. Strapazieren. Oh. Uff. Gut. Das wäre dann der nächste Quest. Im Ursteinquelltempel. Baumaxt. Aber ich mache jetzt erstmal hier die Blaue Lagune oder wie heißt. Plünderbucht. Nicht Blaue Lagune, Plünderbucht. So, da gehen wir jetzt als erstes rein. Sechs Gold. So, ich glaube, hier level ich auch mal wieder ein bisschen schneller. Einfach weil die Gegner wieder ein bisschen stärker werden. Signifikant stärker machen, bitte. Und ich will auf jeden Fall den Schuriken wieder. Das wenn ich wechsle. Oh, eine Sturmschere. Das sind ja süße Krabben.
sogar blocken, weil ich einen Panzer habe. Das ist ja cool. Doch. Bis ich nicht mehr treffe, weil sie blocken können. Ich hätte mir gewünscht, dass die großen Skelette dann auch irgendwie ein Piraten-Outfit haben. Das wäre noch cool gewesen. Eine schöne Piratenkluft auf dem Skelett sieht bestimmt richtig lustig aus. Langsam den Giftblick von dem Geist, aber alles gut. Jetzt natürlich auch noch mal eben kurz. Wir brauchen unbedingt wieder stärkere Waffen. Giftring, Giftzauberstab. Oh mein Gott. Kesan Ghoul. Oh! Okay. Das scheint schon ein Schiff von ihm zu sein, ne? Oh, eine Falle. Kann ich hier? Abgeschlossen. Oh, schön.
Ich kann nicht mehr tragen. Ist ja okay. Ausweichen hoch. Heiltrank, 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 Heiltrank. Mana-Trank, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Bin verwundet. Ja, hier, guck mal, wir haben so viele Heiltränke gefunden. Gut. So, wir haben das gemacht. Ich scheine mir die ewige Ruhe noch nicht verdient zu haben. Ihr habt euren Beitrag zu meiner Geschichte allerdings geleistet. Und falls meine Dankbarkeit etwas bedeutet, sie ist euch sicher. Essen erbarmungslos. Euer Ruhm ist gestiegen. Mein Ruhm? Sehr gut. Glaube ich. Inventar. Inventar. So, Sachen, die ich nicht brauche. Angelegt. Zweihändig. Stoffhose brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Der Helm. Gürtel. So, erstmal den hier wieder. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Inventar und Haustier. So, wo ist es denn? Kann ich noch gar nicht tragen. Okay, schade. Das Inventar eures Begleiters ist voll. Rüstung nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ist sogar noch besser. Und die ist auch besser. Gut. Ja, dann gehe ich mal zurück in die Hauptstadt, verkaufe meine Sachen. Beziehungsweise, das werde ich offscreen machen. Werde die Aufnahme jetzt mal beenden, da ich langsam mal was essen muss. Und sage schon mal danke fürs Dabeisein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Hotline 2. Dann noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss.